hier gerade auf, die letzten Songs. Ich bin gerade hart am Mischen gewesen. Wir haben euch die letzten Parts von Balkanetic aufgenommen. Mal einen neuen Beat dabei, einen neuen Song. Als wärst du Stephen King's Says, ein Clown, der nicht lustig ist. So ein unfassbar glücklicher Mensch, der. Ja, ich bin so happy, ey. Ist unfassbar. So glücklich. Das beste T-Shirt der Welt gekauft hat. Was sagen Sie zu den Gerüchten, dass Morse-Musik gar nicht gibt, sondern die ganze Aktion ein großer Morse ist und gar nichts rauskommt am Sonntag? Sondern. Wenn es so ist, Gerüchte. Ihr seid alle Morse. Wir schießen hier gerade noch ein paar Fotos. Für. Ja, für uns halt, ne? Ich mische jeden Tag die Tracks. Sampler kommt am 10.10. Es sind schöne Tracks, wunderbare Beats. Wer macht jetzt Werbung? Ich arbeite mit mir. Was? Werbung? Immer Werbung! Ich hasse Werbung. Am 10.10.2010 kommt der LB-Sampler Morse Musik Volume 1. Ja, genau. Dankeschön. Hey, das ist Johnson. Wir sind hier gerade beim Fotoshooting für den Le Bagage-Sampler. Ja. Ja, Sampler Morse Musik. Ja, ich bin auch auf dem Sampler vertreten. Hast du sehr viel Mühe gegeben? Sehr viel Mühe gegeben. Ey, kauft euch das Album, sehr viel Mühe gegeben. Der GTE ist mal wieder zu spät. Ja. Der Le Bagage GTE ist mal wieder zu spät. Guckt euch die T-Shirts an, kauft euch die T-Shirts, könnt ihr bei mir bestellen. Die Musik, die wir herausbringen, wird super. Ich habe mir gestern Abend diese Sachen angehört und habe festgestellt, dass sie eigentlich schon ganz schön gut sind und dass die Leute hoffentlich denken werden, so, oha, so kann man ja auch rappen. Oder beziehungsweise so Rap kann man ja auch machen. Ist ja gar nicht alles so. Und dann, wenn sie das denken, dann denken wir uns ja Morse. Viele Leute verstehen uns nicht so. Aber mögen uns trotzdem. Mögen uns, aber verstehen uns nicht. Ja, wir sind alle Studenten. Aber wir sind die coolen Studenten. Ey, das Studentsein ist nichts, worauf man sich was einbilden kann. Das ist ein Privileg. Ja. Und so. Diese Leute, aber es gibt so viele Menschen, die bilden sich was auf ein, weil sie gerade ein Studium angefangen haben, aber noch kein Leben in ihrem Leben geführt haben. Ja, Mann, das ist der Punkt. Dankeschön. Studenten. Ja, du bist ja auch selber einer. Ja. Studisten so. Mal dies, mal das. Was möchte ich jetzt studieren? Das war nämlich ein Leichtfaser-Toilettenmechanik. Ja. Ingenieurwesen. Da fliegt ein Flugzeug in die Kirche, da fliegt ein Flugzeug in die Kirche. Doch nicht. Aha. Es gibt ein großes Geheimnis, warum wir einfach bessere Rapper sind als die anderen Rapper. Und bessere was Menschen. Was ist denn hier los, Alter? Und das wird uns jetzt der gute Balkanetic offenbaren. Guck mal, das ist die Rappen-Cola. Das ist die derzeitige Rappen-Cola von Deutschland. Ihr seht schon mal eine billige Flasche. Ich denke an Medizin, ich denke an Getränk. Welcher Song, Mann? Rappen, ja. Ich klappe da. Die gleichen Finishing und der Rappen-Cola. Von außen sieht eher aus wie so eine Medizinflasche oder so eine billigere Bierflasche. Und dann siehst du so ein, wie gesagt, von Paint, Hintergrundbild, sehr gut grafisch gelöst, spricht mich direkt nicht an. Dann dachten die so, okay, wir hauen noch das Original-Cola-Schriftbild rein, wir machen das aber mit Hand nachgemacht. Und dann scannen wir das ein, machen ganz wenig Aufwand und Hauptsache es soll sich verkaufen. Es zählt der Gewinn. Ich wette, sie schmeckt, also... Ja, aber rappt man dadurch jetzt besser, ja? Deswegen. Wenn ich sie von außen beurteilen würde, würde ich sagen, sie schmeckt scheiße, aber sie verkauft sich aufgrund... Des Rap-Faktors. Des Rap-Faktors eventuell besser. So, jetzt denkt mal ein bisschen nach. Wir haben so einen ähnlichen Fall auch hier aktuell in dieser Szene. Von außen soll es Eindruck machen, von innen. Wer weiß, Alter, ich glaube, es schmeckt nach Leitungswasser, billig mit diesem Sodamax angereicherten Sirup. Also, wir sind hier unfassbar motiviert, produktiv unterwegs. Ne, wir sind arschmüde, also ich bin voll müde. Und ich muss auch noch andere Sachen machen. Aber es wird sexuell unfassbar. Wenig Schlaf. Viele Worte, die geredet wurden. Rappende Rapper auf Beats bretternd.